Jo, jetzt bist du mal. Jetzt gerade Mittagspause und jetzt mache ich ein Video drüber, über eine lustige Story, wie ich finde. Wer mir auf Instagram folgt, Mr. Mike Production, hat vielleicht vor einem Monat, glaube ich, her eine Story mitbekommen, dass ich mich in der Früh, 7:30 rum, beschwert habe, dass der Nachbar immer klopft. Immer in der Früh, so ab 7, 7:15 Uhr, immer zur gleichen Uhrzeit hat irgendwo ein Nachbar bei mir in der Gegend geklopft. Mit einem Hammer. Immer schön gleichmäßig, schön im Takt und so. Wo ich dachte, wieso, was klopft denn der? Und immer, wenn ich rausgeschaut habe, war kein Nachbar irgendwo in der Sicht und nichts. Es war kein Mensch da. Nachbarn waren noch nicht da, teilweise in der Arbeit, kein Auto war da. Wie kann das sein, gell? Und immer wieder, auch Mittagspause, so wie jetzt zu dieser Uhrzeit, 13 Uhr, ich wollte ein Video machen unten bei mir, ging nicht, weil die ganze Zeit geklopft wurde. Immer wieder, gell? Abgefahren. Ich dachte, was ist denn das für ein Arsch, der da immer klopft, Mann, weißt du? So zur Mittagszeit, auch das in der Früh, da will ich pennen, da klopft jemand, gell? Krass, ich hatte keine Ahnung, was, wie und überhaupt. Haben mir auch einige Leute auf Instagram geschrieben, ja, kein Plan, ich weiß nicht, irgendjemand hat eine lustige Idee gehabt, ich weiß es nicht mehr. Naja, jedenfalls, ich bin dann nach Hause gekommen einmal, ja, vorgestern war es, und dann habe ich was ganz Verrücktes gesehen, und zwar hier bei mir am Haus oben hat irgendjemand Alufolie hingehängt. Seht ihr das? Hier die Alufolie. Abgefahren, oder? Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt los? Was soll das? Halloween? Ist noch nicht? Kann nicht sein? Sieht bescheuert aus. Wenn der Wind weht, dann macht das komische Geräusche. Sieht bescheuert aus, wie wenn du so einen Aluhut aufhast und denkst, die Aliens kommen. Du wisst schon, also hier, dass man die Gedanken nicht lesen kann. Aber nein, dann wurde mir erzählt, was das ist. Es ist, ja, es ist eine Abwehr, ein Abwehrmechanismus für was? Und zwar für einen Specht. Ja. Das war kein Nachbar, sondern ein Specht, der die ganze Zeit gehämmert hat. Wie bekloppt. Und ich habe gedacht, Alter, das kann nicht sein. Und jetzt weiß ich nicht, könnt ihr das da oben sehen? Was das da oben für ein fettes Loch ist. Ich zoome mal ein bisschen hin dann. Alter, ey, das ist echt ein krass Riesenloch. Und der hat jetzt halt hier echt ja ewig lange hingehämmert. Irre. Und ja, hat hier echt alles kaputt gemacht. Auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, wird teuer. Lustige Story, wie ich finde. Also ich war echt sehr geflasht, weil ich dachte, Alter, ich habe das auch noch nie in einem Haus gesehen, dass man hier so Alufolie hinter, dass das gegen Spechte helfen soll. Keine Ahnung. Ja, kurze Geschichte gewesen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Ich habe echt so eine fette Lieferung heute von meinem Drucker geholt. Da musste ich einfach ein Video drüber machen, weil ich mal mein Lager ein bisschen aufstocken wollte. Ich habe nicht so wirklich ein Lager. Es ist immer Einzelproduktion. Wenn jemand was bestellt, dann sage ich meinem Drucker, hey, mach das fertig. Dann dauert es 1 bis 2 Wochen und dann kann ich es erst holen. Weißt, das ist so ein bisschen schwierig, wenn du nicht das nötige Kleingeld hast, um ein fettes Lager aufzubauen. Dann würdest du die Sachen natürlich auch noch günstiger bekommen, könntest die Sachen günstiger verkaufen, hättest noch mehr Profit. Kann ich leider alles nicht, bei mir ist das alles wirklich Einzelproduktion, ich schaue mal alles einzeln an. Ist auch cool, so kann ich mich dafür verbürgen, dass es auch wirklich die allerfeinste Qualität ist und wirklich nichts dabei ist, wo ich mir sage, ja, das ist nichts. Und bis jetzt wirklich seit über 4 Jahren, glaube ich, nicht eine einzige Beschwerde gehabt, dass irgendwas nicht gepasst hat, außer dass ein Hoodie eingelaufen ist und der wurde falsch gewaschen, also war nicht meine Schuld. Ansonsten der Druck wirklich vom Allerfeinsten, auch nach 100 Mal waschen, Alter, wenn du es richtig machst, überhaupt kein Problem, weil das ist ja verdammt wichtig, wenn man Basketball spielt und schwitzt, das regelmäßige Waschen, unglaublich wichtig. Ja, jetzt habe ich Sachen geholt, wichtiger Punkt mal, dieses Shirt hier, ey, das erste Mal in Grau, gibt es nur bei mir privat zu kaufen, Instagram, Mr. Mike Production, könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr so eins haben möchtet. Der Kunde wollte eins in Grau, hatte ich noch nie. Sieht aber auch in Grau, sehr fett aus, wie ich finde. Edles Teil. Ich feiere das Logo sowieso. Kommt richtig gut rüber, oder? Also einfach anschreiben. 20 Euro, jedes Shirt bei mir auch im Store. Ja, fairer geht's glaube ich nicht, oder? Weil alleine der Druck kostet schon 7,50 Euro, dann kannst du es dir ausrechnen mit Versand noch dazu. Alter, da bleibt wirklich nicht viel über, aber ja, was soll man machen? Ich finde es eine gute Werbung, ich finde es ist cooles Zeug, es ist qualitativ hochwertig, dafür kann ich mit meinem eigenen Namen stehen, sehr wichtig, sehr cool, ich feiere es immer wieder, auch wenn es eigentlich mehr Arbeit ist, als dass ich wirklich was damit verdiene, ohne Witz, also Merchandise bei mir, verdienstmäßig, da lege ich sogar noch drauf, weil ich halt auch für mich selber so viel einkaufe, weißt du, ich trage meine Sachen selber, weil ich sie selber feiere, ist aber auch cool. Alter, wie viele Hoodies sind das hier eigentlich? Leck mich fett.
Also ich habe wirklich wieder Hoodies auf Lager. 1, 2, 3. Größe L. Ey, wenn die neu sind, ey, du glaubst nicht, was das für eine geile Qualität ist von BNC. Wow. Ey, so geil. Einer geht gleich auf Reisen, der wurde schon bestellt. Auch die coole Sache, hat ein Kumpel von einem Kumpel bestellt, also ich kenne ihn nicht persönlich, der will halt seinem Kumpel eine Freude machen zum Geburtstag, hat gesagt, hey Mike, wir wollen Hoodie, Autogrammkarte gibt es natürlich auch immer dazu, wenn ihr möchtet, sowieso, und sonst irgendwas Kleines ab und zu, wenn ich was über habe, der kriegt jetzt ein fettes Paket, weil er Geburtstag hat und so, da lasse ich mich nicht lumpen, Mann. Hier, T-Shirts in XL, wie viel sind das? L, es ist wirklich eine Menge, hier nochmal 4 T-Shirts, L, XL, was ist hier, T-Shirt in XL, ein Kumpel von mir aus München, Martin, Grüße gehen raus, dein Shirt ist jetzt auch am Start, hat schon gesagt, er braucht ein neues Shirt, weil sein Shirt wurde in der Umkleidekabine beim Basketballspielen gezockt. Ja, so gut ist mein Zeug, dass man es wirklich schon klaut, also das ist wirklich, also da hast du es geschafft, wenn die Leute deine eigenen Sachen klauen, gell? So, wow, sehr geil, ein schönes Kompliment. Und auch wieder obendrauf noch eins verkauft. Ne? Also ist ja perfekt, gell? Klaut die Sachen. Ey, wie viele Shirts? Scheiße, Mann. Ja, das ist wirklich eine Menge. M, L, XL. Also, wenn ihr jetzt bestellt, jetzt zur Zeit, ey, ich habe sofort was auf Lager. XL-Shirts in schwarz, in L in schwarz, in M in schwarz, 3 in M. Also wirklich, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn ihr nicht warten wollt. Weil ich glaube, das schreckt auch viele Leute ab, die sagen, oh Mike, ich habe keinen Bock, da 1-2 Wochen zu warten. Ist verständlich, aber ich kann es halt einfach leider nicht anders handeln. Ist leider so. Ey, wow, so viele T-Shirts. Alter, ist das ja wirklich hier nochmal. Wie viele Shirts sind das? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel bestellt. In S habe ich auch nochmal 3. In jeder Größe habe ich 3 bestellt. L, M, S. Das ist ein Hoodie in M. In S ein Hoodie. Oh, den muss ich nach Österreich mitnehmen. Richtig. Der ist schon wieder weg. Sehr cool. Nochmal also ein XL. Es ist der erste Haufen, aber hier noch ein Haufen. Es ist wirklich, wow, eine Menge. Ich muss ein paar Pakete packen. Ja, wie gesagt, mein Shop, wenn ihr es noch nicht wisst, www.mrmikeproduction.de, da findet ihr alles. Über Support freue ich mich natürlich jedes Mal sehr gerne. Norman zum Beispiel, Grüße genau, falls du das Video siehst, der hat 2 Jogginghosen gekauft, einen XL und einen XXL, eine für zu Hause zum Chillen. Also Alter, meine Jogginghose 50 Euro, ist Menge Kohle, ist qualitativ die Kohle auch wert. Aber trotzdem verstehe ich selber, wenn man sagt, für die Jogginghose zahle ich keine 50 Euro. Ist verständlich, bin ich kein Böse. Kann es leider nicht günstiger machen, weil es wirklich qualitativ, wie gesagt, eine teure Hose ist, eine geile Jogginghose und auch so ein Punkt. Ne? Was habe ich hier noch? Auch nochmal ein L. Was ist denn hier nochmal? Hier, das geht auch schon auf Reisen. Siehst du? Also die Shirts werden wirklich verdammt oft bestellt. Ne? Aber halt nur für Instagram. Wie gesagt, müsst ihr mich anschreiben. Alles nur privat, nicht über meinen Shop. Das ist nix, ja genau, das ist das, ja, das geht auch weg. Das geht auch weg. Hier nochmal ein Hoodie, was ist denn hier nochmal für ein Hoodie, Alter? Nochmal eine Größe in XXL, oh, der ist auch bestellt, oh ja. Okay, ich weiß Bescheid, ich muss packen. Ja, in der Hinsicht, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, euer Mr. Mike. Böööö.